Hallo und herzlich willkommen zu Grey Matter Folge 5. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja. Und das soll niemand sagen, dass ich das nicht anders mache als andere Let's Player. Also, ihr wisst, Mephisto hier. Ich hatte Faust von Goethe im Abi. Das ist kein Scheiß. Das ist eigentlich für Deutsch-LKler, also für Deutsch Leistungskurs, gut, für Nordrhein-Westfalen ist Leistungskurs ungefähr in Bayern so wie Grundschule, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das definitiv ist dann schon, ist ein Freibrief, ne? Und deswegen extra für euch, wenn wir schon Mephistopheles haben. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ich glaube, den Monolog kennt, glaube ich, jeder. Und den hau ich mal rein. So, dann gibt's noch was anderes. Lady Byron ist natürlich eine Anspielung auf Lord Byron. Und jetzt musste ich ein bisschen nachgucken, weil, wie gesagt, englische Literatur jetzt nicht so unbedingt mein Steckenpferd ist. Aber, wie gesagt, ne, wenn man damit irgendwie die Literatur beschäftigt, dann kriegt man das auch. Richtig hieß Herr Lord Byron George Gordon Byron. Hat, wenn ihr euch das mal anguckt, ein sehr interessantes und illustres Leben geführt. Man könnte auch sagen, yo, Franz Kafka hätte ihn geschrieben. Also, ja. Also, ganz, ganz, ganz interessante Geselle. Ja. Halt Genie und Wahnsinn halt ziemlich dicht beieinander. Das kennt man halt. Das sind sie ja leider alle. Und was ich nicht wusste, das habe ich dann mal nachgeguckt. Also ich wusste, dass er historisch in die Spätromantik kommt. Aber jetzt kommt's, liebe Goff-Freunde da draußen. Der Erfinder der schwarzen Romantik. Ja, jetzt könnt ihr mal richtig googeln, ne? Jetzt kommt hier mal der Venom mal richtig raus. Oder jetzt wieder von der anderen Bewertung als Literat, die negative Romantik. Und einfach mal, um mal so einen Wikipedia-Ausdruck, Byrons Werke, die der englischen Spätromantik zuordnen sind von Ablehnung althergebrachter Strukturen geprägt. Seine Helden sind vielleicht aus Projektion oder Inszenierung seiner selbst intelligent, mutig und leidenschaftlich, jedoch gleichermaßen rastlos, verletzlich und einsam, sodass ihren letztlich zufriedenen Glück versagt bleiben. Ja, nach dem Satz wisst ihr, glaube ich, dass jede Teenie-Schmunzette auf ihn zurückgeht, so ungefähr. Fand ich mal ganz lustig, also deswegen, also das, ihr kennt mich ja. Ich mache es ja meistens so, dass ich es ein bisschen anders mache. So, wir können, glaube ich, nicht mehr mit ihm labern. Können wir denn mit dem Automaten nochmal spielen? Ha! So, 21. Das ist, dann brauche ich jetzt ein Ass. Jetzt 21, das war's. Ja, das war jetzt nie so schwierig. Das ist das Symbol des... Ja, ja, ja. Wie kann ich irgendwas öffnen? Das wäre ja... Preis! Das ist ein Rätsel des Daedalus-Clubs. Mein erstes. Liest du das vor, dann muss ich das machen. Das ist ein Rätsel des Daedalus-Clubs. Mein erstes. Sam, ich mag dich. 5 Goldstücke. Im Herzen der Gelernten. Hoch über hoch und über Queen thronend. Über der Queen thronend. Finde den Ort der Aussicht auf den Quadrifurkus. Wissen wir, wo er ist. Dann Feuer, Wasser, Erde, Wind und das 5. wartet am End. Wo die Seelen auf ihren Schöpfer treffen, zusammen weisen sie auf einen Ort. Gib dort den Namen diesjenigen ein, der seine Seele für 30 Silberlinge verkaufte. 30 Silberlinge? Der seine Seele, der ist doch Judas, oder nicht? Der Lohn des Verräters, ich meine, ist mir das zu schwierig? Das ist der... Okay. Erzählst du noch was dazu? Ah. In dem Rätsel geht es unter anderem um das Herz der Gelehrten. Ist das eine bestimmte Gegend in Oxford? Ich kenne mich hier in der Stadt nicht aus. Ich vermute, damit ist das Herz der Universität gemeint. Also die Gegend, in der Sie gerade sind. Aber mit meiner Hilfe dürfen Sie nicht rechnen. Aus mir kriegen Sie nichts raus.
Wenn ich Ihnen helfe, woher wollen Sie dann wissen, ob Sie des Spiels überhaupt würdig sind? Und das Spiel Ihrer? Das kriege ich schon alleine hin. Nichts für ungut. Ja, natürlich kriege ich das schon hin. Ich meine, gut, wir wissen, dass wir gleich zum Tower müssen. Das ist klar, weil die Kreuzung halt. Und Judas und Hasseni gesehen ist jetzt vielleicht auch nicht so absurd. Ein fünftes Element. Es gibt Theorien, wo nichts das fünfte Element ist. Werden wir sehen. Was passiert, wenn ich das Spiel gewinne? Was passiert? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Kommt jetzt gleich irgend so ein kleine Plüschfigur auf so einem kleinen Dreirad an und sagt: Sepp, let's play a game. Oder wie? Also, merkwürdig alles hier. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut, wenn man sich schon Lady Byron nennt. Ich glaube, das sollte man nicht im Chat machen. Das gibt, glaube ich, ganz große Verwirrung. So, wir müssen zum Tower. Ist das schon ein Rätsel, was wir lösen können? Aber gut, wir haben keine anderen Locations im Augenblick. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr, wie ich merke. Ach, dann kann sie auch laufen mit Doppelklick. Ah! Sam, you can run. Okay, jetzt kann ich auch das Dach betreten. Also vielmehr kann ich das Gebäude jetzt betreten. Dann betritt das doch mal, Sam. Okay. Sieht geil aus. Eine tolle Aussicht hat man von hier oben. Ja. Ja. Also es gewinnt auf jeden Fall mein Schönheitsideal. Das ist, wir haben auch viele Optionen, nämlich gar nicht. Eine tolle Aussicht. Ja. Tür wird angezeigt. Warum wird sie angezeigt? Ha! Ist klar. An der Wand ist ein kleiner Kasten befestigt. Okay, es sieht gar nicht mal so uncool aus. Auf dem Kasten befindet sich das Symbol des Daedalus-Clubs. Okay, haben wir noch irgendwas? Öffnung. Ja gut, die hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. So funktioniert das nicht. Was findest du denn, Kind? So, was haben wir denn? Tagebuch sicherlich nicht. Schreibt sie eigentlich auch irgendwas? Ah! Ist cool, sie schreibt auch was ins Tagebuch. Gute Frau! Dann kann ich ja Tagebuch lesen. Huiuiui. Einfach mal meine Frau Tagebuch lesen. Huiuiui. Traum eines jeden Mannes. Ja, gut, da gibt es ja wahrscheinlich noch andere Träume, aber der F40 ist mir zu teuer. Tutorial. Das Tagebuch. Darin werden sortiert nach Kapiteln alle Dialoge und Beschreibungen aufgezeichnet, die bisher im Spiel vorgekommen sind. Klicke auf den nummerierten Kapitelreiter, um das entsprechende Kapitel auszuwählen. Wähle eine Seite mit dem Mauszeiger aus und benutze die rechte Maustaste, um zu blättern. Okay, wir haben nur Kapitel 1. Das ist sehr informativ. Kann ich auch irgendwo blättern? Ah. Ah. Das ist jetzt wirklich alt, das sind die ganzen Dialoge, ne? Hat aber auch eine interessante Schreibe. Also das sieht jetzt gar nicht aus, als wäre das ein Mädel. Hm. Interessant. Ist auch, also wer jetzt Graphologe ist, der wird jetzt auch sagen, also so... Sehr zielgerichtet, gar nicht verschnörkelt, dafür, dass sie sicherlich, wenn sie magisch bewandert ist und ihr Kartenspielertricks kriegt, sicherlich nicht unbegabt ist, was die Fingerfertigkeit angeht. Aber gut, das ist jetzt, soll ich böse sein? Das ist ja fast so, es ist nicht ganz meine Schrift, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine Frau ist, aber gut. So, okay, also, wir kennen jetzt das Tagebuch. Das hilft uns aber wahrscheinlich auch nicht weiter. Ein gutes Kartendeck. Gucken wir, was mit den Karten machen. So funktioniert. Ich vermute nein. Feuer! Es hat geklappt! Okay.
Ein Goldstück. Und das zweite Blatt sieht wie ein Wappen aus. Vielleicht ist das ein Hinweis auf den nächsten Ort. Das weiß ich nicht. Kann ich mir das angucken? Dieses Wappen repräsentiert eines der Colleges. Aber welches? Du kannst ja gleich auf das Ding gucken. Das ist ein Goldstück für den Lohn des Verräters. Dem Rätsel nach müssen noch 4 weitere Teile irgendwo in Oxford versteckt sein. Hilf Sam dabei, alle Puzzleteile zusammensetzen und das Rätsel des Daedalus-Clubs zu lösen. Wähle das gewünschte Puzzleteil mit dem Mauszeiger aus und bewege es mit der Maus, indem du dabei die linke Maustaste gedrückt hältst. Mit einem Rechtsklick auf das Puzzleteil kannst du es drehen. Aha! Aha! So, kann ich irgendwie... Kann ich noch gar nichts zu sagen, ne? Okay. Das war okay. Wir kommen natürlich mit dem, also mit der Übersicht der Wappen kommen wir natürlich mit Sicherheit über das entsprechende College ran. Also das ist das kleinste Problem. Gucken wir einfach nach. Mal gucken, ob das so reicht. Dann bin ich mal gespannt, ob man da einfach hinfahren kann. Okay. Ich denke, zu einfach. Dieses Wappen repräsentiert eines der Colleges. Aber welches? Jedes College hat sein eigenes Wappen. Ach, ich muss selber gucken, oder was? Jedes College. Kann ich mir das in groß angucken? Ich kann das jetzt nicht vergleichen. Warte mal, das ist. Ist das überhaupt dabei? Moment, also das ist Quark. Das sieht gut aus. Das ist es. Das Christ Church College. Gut. Das heißt, ich kann ja jetzt hinfahren. Denke ich, zu einfach. Probier das einfach mal. Tatsächlich. Ja, dann fahren wir doch da mal hin. Okay. Statue von Merkur. Okay. Ein nackter Typ mit einem geflügelten Helm. Ich glaube, das ist eine Statue von Merkur, dem römischen Götterboten. Also... Das Äquivalent zu Hermes, oder was? Ein schwarzer Kasten. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Ich kann im Wasser nichts erkennen. Ja. Das musst du ja auch nicht, weil wir haben ja gerade schon was gesehen. Ist ja der Vorteil dieser Anzeige. Sonst würde ich ja wahrscheinlich nicht sehen, dass da ein schwarzer Kasten ist. Im Inneren befinden sich offensichtlich eine Kathedrale und ein Speisesaal. Ja, im Moment gibt es dort nichts für mich zu tun. Ah, und rechts ist außerdem ein Garten. Das habe ich auch schon gesehen. So, dann machen wir doch mal Folgendes, weil ich will mal kurz was gucken. So, Feuer, Wasser, Erde, Wind. Alles klar. Alles klar, das ist Wasser. Versteht sich irgendwie von selbst. Da ist etwas. Das ist mir schon klar. Okay, nur der Deckel. Falls ich Wasser brauche, hier gibt's genug. Dieser Kasten stammt definitiv vom Daedalus Club. Das Symbol des Clubs ist darauf zu erkennen. Aber wie kriege ich ihn auf? Dieses Blatt da oben, es muss etwas mit dem Öffnungsmechanismus zu tun haben. Dieser Kasten, aber wie kriege ich... So wird das nichts. Nee, das wird es auch nicht. Wasser jetzt? Hä?
Wasser weg? Hä? Ja, Lackmuspapier kann man ja, reagiert ja mit Wasser. Das weiß ich selbst ich. Okay. Ah, jetzt habe ich Wasser. Falls ich Wasser brauche, hier gibt's genug. Ja, ja, dann nimm doch was. So wird das. Nee. Dieser Kat. Aber wie krieg. Ja, ja. So wird das. Kann ich das nicht rausnehmen? Verstehe ich nicht. Ich muss doch mit Sicherheit irgendwas mit dem Wasser machen. Sonst zeigt er mir das ja mit Stream nicht an. Also hier sehe ich keinen Brunnen mehr. Machen wir den auf. Dieser Kat. Aber wie? So wird das. So, da ist dann wieder kein. Falls ich Wasser brauche. Ja, ja. Warum geht denn das nicht? Hm. Ja. Muss ich mir das angucken? Wasser. Das ist ein Rätsel. Ja, das ist mir schon klar. Da steht ja auch Wasser. Hm. Dieser Kasten, aber wie krieg. So wird. Kann ich irgendwie. Habe ich eine Möglichkeit? Habe ich ein Gefäß? Ne, natürlich nicht. Falls ich Wasser. So wird das. Dieser Kasten. Aber wie kriege ich ihn ab? Ja, mit Wasser. Oh. Wasser aus dem Brunnen. Mein Gott. Es hat funktioniert. Das muss ein Hinweis auf den nächsten Ort des Rätsels sein. Das Christchurch-Wappen ist darauf zu erkennen. Also muss es hier irgendwo sein. Das muss ein Hinweis auf den nächsten Ort des Rätsels sein. Das Christchurch-Wappen ist darauf zu erkennen. Also muss es hier irgendwo sein. Ah, das war zu simpel. Ein weiterer Teil des Rebus. Kann ich schon basteln? Ich muss noch ein paar Goldstücke finden. So. Woran? Ach. Yes. Telefonzelle. Das ist doch schon. Das waren zwei, würde ich sagen. So, kann ich denn. Was sagt denn die Uhr? Ja, gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge untersuchen wir mal einfach hier Christchurch. Und gucken mal einfach, was wir finden. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.